zu den Aufgaben des Ortszentrums gehört auch die Durchführung von Veranstaltungen. Dazu zählen in erster Linie Konzerte, aber auch Filmvorführungen, dazu zählen Vorträge oder sogar mehrtägige Symposien und auch Ausstellungen. Es war schon das Bestreben des ersten Gründungsdirektors, Herrn Jans, den Kontakt zur jungen, zur zeitgenössischen Musik zu suchen und Orff nicht sozusagen zu isolieren. Ich glaube, dass das Orff-Zentrum das hier sehr gut macht, Orff nämlich zwar in den Mittelpunkt zu stellen, aber ein Mittelpunkt braucht ein großes Umfeld und dieses Umfeld findet man ebenfalls im Orff-Zentrum. Das Programm oder die Programme, die das Orff-Zentrum anbietet, unterscheiden sich. Das ist wichtig. Das ist eine Nische für ein sehr interessiertes Publikum. Wir hatten hier im Saal auch Konzerte mit afrikanischer Musik, unter anderem sogar eine Sufi-Zeremonie, die von Musikern aus Ägypten hier praktiziert wurde. Hier unten in der Bibliothek trifft man sich nach der Veranstaltung, das Publikum und der Referent oder die Beteiligten. Es ist also ein Kontakt, man beantwortet Fragen, man lernt Leute kennen, es werden Netzwerke auch aufgebaut, man kriegt neue Ideen und so weiter. Alles das findet hauptsächlich in unserem Saal statt, der etwa 99 Personen fasst, mit einem schönen Parkettboden und mit einem schönen Flügel, einem Bechstein, ein Geschenk von Lieselotte Orff. Und dieses Teatrino, so klein es ist und so wenig opulente Möglichkeiten es bietet, ist wirklich so ein Herzstück, das auch in München, glaube ich, eine ganz eigene Rolle spielt und eine eigene Funktion hat. Wirklich exzellent, gerade für solche Veranstaltungen geeignet. Die Lage ist natürlich, des Gebäudes ist natürlich auch prominent und sehr gut geeignet. Karl Orff war immer daran interessiert, dass seine Werke lebendig bleiben. Und lebendig bleiben können Werke eines Komponisten und Theatermannes nur dann, wenn sie aufgeführt werden. Es muss ein lebendiges Zentrum sein. Die Musik muss in den Vordergrund. Orff ist hier präsent in der vielfältigen Weise, die ihm gebührt.